Yo Leute, was geht? Flakes hier. Heute bewerte ich und stelle ich euch einen Account vor von einem etwas jüngeren Zuschauer. Er hat mir nämlich auf Insta geschrieben, dass ich seinen Account vorstellen soll und er sich mega freuen würde, wenn ich das machen würde. Ich denke nicht, dass hier irgendwelche krass seltenen Sachen drauf sind, obwohl er es mir gesagt hat. Er kann mich ja auch ein bisschen hops nehmen, weil er ja sehr jung ist und vielleicht noch nicht sein eigenes Geld verdient. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass hier kranke Sachen drauf sind. Aber ich werde es mir mal zusammen mit euch anschauen und eine Bewertung abgeben. Lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo, wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt und ich auch vielleicht euren Account vorstellen soll. Und jetzt würde ich sagen, checken wir mal diesen Account genauer ab und tragt auf Ehre meinen Creator-Code Flakes im Itemshop ein. Kuss geht raus an jeden, der es macht. Also mein Lieber, du hast hier schon einen Skin ausgewählt, obwohl ich eigentlich immer möchte, dass ihr alles auf No-Skin macht. Egal, ist egal, der Skin spoilert uns nicht. Ist erst vor kurzem in den Shop gekommen. Wir gehen jetzt direkt auf die Karriere und guck, Yo, Bro. Level 2263 bist du. Okay, du hast mir gesagt, dass du sehr jung bist. Also kannst du noch nicht lange Fortnite spielen, aber bist schon Level... Okay, egal, vergessen wir das Ganze. Er ist schon sehr hoch. Schreibt mir euer Kontolevel in die Kommentare und wir gucken direkt mal auf das Profil. Solo-Siege 104, Duo-Siege 73 und Team 227. Das ist krank. Das ist echt krank. Gefällt mir auf jeden Fall, Bro. Wir gehen aber jetzt direkt mal in den Spind und gucken mal, was da abgeht. Wir sehen hier, wie gesagt, schon diesen neuen Skin hier, den Siegeshängegleiter von Season 10. Und wir gehen aber jetzt mal auf die Banner und checken mal da ab, ob er den OG-Bus-Banner hat. Aber ich denke mal nicht, weil wenn man etwas jünger ist, dann kann man ja nicht schon sehr lange Fortnite spielen. Aber wir schauen mal. Er hat den World Cup-Banner, der aber auch schon sehr, 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 sehr selten ist. Aber der OG-Bus-Banner, der ist natürlich nicht drauf, wie ich es mir auch schon gedacht habe. Nein, der ist nicht drauf, Leute. Aber er hat den World Cup Banner, was auch schon mal sehr, sehr selten ist. So, dann kommen wir zu den Musikschallplatten. Er hat 48 Musikschallplatten. Und jetzt gucken wir mal, ob er hier meine Lieblingsmusikschallplatten hat. Ich muss mich echt mal schlau machen, ob es irgendwie krank seltene gibt. Aber meine Musikschallplatten, die ich gerne mag, sind Original Klassisch und der OG Remix. Aber ja, ich muss echt mal nachschauen, ob es krass seltene gibt, die schon lange nicht mehr im Shop waren. Den OG Remix hast du aber leider nicht. Schade, wir gehen mal auf Ausrüsten und kommen zu den Ladebildschirmen, wo wir jetzt einfach ganz schnell durchscrollen, gucken, wie viel er hat. 256, das ist krank. Und sogar die Season 3 Ladebildschirme. Das ist wirklich sehr, sehr krank. Wir machen aber hier mal auf zufällig und kommen zu den Lackierungen. Wie viele hat er denn hier? 136, Bro. Woher hast du das ganze Geld? Holy moly, bekommst du sehr viel Taschengeld? Leute, schreibt mir mal in die Kommentare. Wie kauft ihr euch Skins und sowas Dinge aus dem Itemshop? Bekommt ihr Taschengeld oder geben euch eure Eltern das Geld für so Skins und sowas? Ich denke mal nicht, dass ihr schon zur Arbeit geht, Leute. Das wird ziemlich lustig. Aber wir gehen hier mal weiter und gucken mal die Lackierung durch. Da hat er ganz, ganz viele. Ich habe auch oben gesehen, er hat die Magma-Lackierung. 136 Stück. Wir wählen, komm, wir machen es jetzt einfach auf alles anwenden. Das habe ich die letzten Male nicht gemacht. Heute mache ich es. Mal eine Ausnahme. Und wir gucken mal weiter. Hat er hier die OG-Kondensstreifen? Er hat die OG-Kondensstreifen. Bro, wie krass bist du denn drauf? Holy moly Macaroni. 94 Stück. Und hat er alle? Ja, er hat alle OG-Kondensstreifen. Was ich schon sehr, sehr krank finde. Wir wählen das natürlich direkt mal aus. Und wir gehen direkt weiter auf die Tänze. Worauf warten wir denn noch? Wir gucken. Er hat 212 Emotes. Holy moly. Hier gehen wir durch. Und hier hat er mir nämlich gesagt, er ist ein kleiner Party-Royale-Spieler. Er spielt fast nur Party-Royale. Und er hat sehr, sehr seltene Item-Shop-Tänze, die wir uns gleich anschauen werden. Er hat natürlich alle favorisiert, hat er mir gesagt. Und wir gucken mal aber erstmal, ob er Season 1-Tänze hat. Er hat Bel Air, ein sehr, sehr seltener Item-Shop-Tanz, der aber wieder reinkommen kann. Wir gucken mal, auf Season 2 hat er nur den Pony-Ritt, kein Zahnseide und kein Wurm. Schade, das gibt Minuspunkte. Aber er hat Loser Dance und beste Kumpel am Start. Und jetzt gucken wir mal, was er alles favorisiert hat. Er hat hier ganz viele Sachen
favorisiert, zieht es euch mal rein. Das kann auch nicht mehr reinkommen. Ist von 2020 Neujahr gewesen. Er hat so viele seltene Tänze. Zieht euch das mal rein. Da kann er richtig krass in Party Royale abgehen. Alter, das ist mega nice. Er hat mich nicht angelogen. Das ist sehr, sehr krank, Bro. In so einem jungen Alter so einen krassen Account zu haben. Props gehen raus. Holy, holy moly. Zieht es euch einfach mal rein. Das ist echt krank, Leute. Wir wählen einfach mal hier diesen Tanz hier aus. Bel Air. Gefällt mir sehr. Und das hat sich auch gereimt. Wir kommen direkt zu den Gleitern. Checken das mal ab. Wir gehen hier durch. Gucken, ob er hier was Krasses hat. Hat er hier irgendwas Krasses? Ich sehe bis jetzt noch nicht. Oh, er hat den Süßkram-Gleiter aus Season 1. Itemshop-Gleiter. Sehr, 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 sehr selten, Leute. Kann aber auch wieder reinkommen. Das hier gab es kostenlos zu Valentinstag. Auch sehr, sehr krass. Weiß ich nicht, ob das wiederkommt zu Valentinstag. Kann ich euch leider nicht sagen. Und er hat, wie viele Gleiter am Start? 140 Gleiter favorisiert hat er auch. Nichts, nichts Krankes, was ich sehr schade finde. Aber der Süßkram-Gleiter ist wirklich selten. Okay, wir kommen zu den Spitzhacken. Er hat 254 Spitzhacken. Bro, und er hat die heitere Minzhacke. Minty Pickaxe ist drauf. Krank. Wir gehen hier mal durch. Er hat die Travis Scott Pickaxe. Was? Die habe ich selber ja nicht mal. Bro, okay. Du hast mir nicht zu viel versprochen. Er hat hier fast alle aus dem Star Wars Set. Crank, Bro. Crank. Holy Bro. Was geht ab, Bro? Alter, okay, wir gehen mal weiter und gucken hier mal durch, ob er hier irgendwas Seltenes hat, was mir hier gefällt. Ich habe bis jetzt noch nichts gesehen. Vielleicht ist die Renegade Raider Pickaxe drauf. Nein, sie ist leider nicht drauf, Leute. Wir gucken mal, was er favorisiert hat unter diesen ganzen Spitzhacken. Vielleicht ist da ja was Krankes drauf. Ich glaube, das sind einfach seltene Spitzhacken. Er hat bis der schwarzen Witwe, Leute. Auch sehr, sehr selten. Oh mein Gott, das ist krank. Holy, die kommt auch vielleicht bald in den Shop. Hoffe ich zumindest, die werde ich mir direkt kaufen, Leute. Aber sowas von direkt, die ist ja von der OG Black Widow. Aber da kam eine neue Black Widow irgendwie raus und die kommt irgendwie nicht mehr rein, diese Black Widow. Ich hoffe, der hat auch den Skin davon. Wir wählen natürlich bis der schwarzen Witwe auf. Und jetzt, Leute, kommen wir zu den Backblinks, wo wir diesmal ganz schnell durchgehen. Hier, Augen zumachen. Wir gehen durch, Leute, wir gehen durch, wir gehen durch. Und wir gucken gleich, wie viel er hat. Holy, wow. Holy, Bro. Also, du übertreibst ja komplett. 320 Backblinks? Bist du des Wahnsinns, Bro? Wie viel Geld hast du in diesen Account reingesteckt? Heilige Suppenmakrele. Alter, wir gehen mal weiter, aber diesmal mit spannender Musik. Wir gucken mal, was jetzt hier so abgeht. Wir klicken natürlich direkt drauf auf die Skins und wir sind ganz unten am Start. Guckt euch an, wie lang diese Scrollleiste ist. Krank, Alter. Okay, wir sind hier bei den ungewöhnlichen Skins. Scrollen hier durch. Hier haben wir einen Valentinstag-Skin, der auch sehr selten ist. Genauso wie der hier. Die kommen nur zu Valentinstag raus, wenn ich mich nicht täusche. Dann haben wir hier den Champion-Skin. Hier Dominatorin habe ich auch. Die ist auch schon sehr lange nicht im Shop gewesen. Genauso wie der Aufklärer. Leute, gönnt euch diese ganzen Skin. Hier haben wir einen schönen Skin. Den Aura-Skin. Aber, ja, es geht ja hier um die seltenen Skins. Hier haben wir Tess und Blaumütze. Auch sehr krass seltene Skins. Aber bis jetzt habe ich keinen OG-Skin gesehen. Aber halt ultra viele seltene Skins, auf die ich jetzt alle draufklicken werde. Die sind so krank. Er hat alle favorisiert. Hier, Herzensbrecher. Habt ihr den schon mal im Spiel gesehen? Ich glaube nicht, Leute. Hier, zu dem Skin habt ihr mir ja schon sehr fleißig in die Kommentare geschrieben, woher man den bekommt. Alter, zieht euch mal rein. Wie viele Skins hat der Junge? Ich weiß zwar nicht, wie alt du bist, aber du hast dich sehr, sehr jung angehört. Alter, wie viele Skins hast du, Bro? Übertreib doch nicht. Alter, Neo Versan Exklusivskin hast du sogar. Wie krank. Alter, zieht euch das mal rein. Iconic Skin ist drauf. Iconic einfach. Hier haben wir den Ghoul Trooper. Oh, schade. Schade, aber er hat Iconic. Den Pest Skin hat er hier. Geißel. Dann hat er den Glücksraser. Alter, Digga, wie viele seltene Skins hast du? Die können natürlich alle wieder reinkommen, Leute. Das muss ich immer wieder betonen. Aber John Wick ist auch drauf. Aber wir wissen, glaube ich, dass er den Season 2 Battle Pass nicht... Er hat Travis Scott. Travis Scott hat er. Und OG Black Widow hat er. Ey, das ist... Oh mein Gott, das ist sehr, sehr krank.
Dann hat er hier noch Psychobandit. Alter, das ist krank. Wie viele Skins hat er? Ich schätze mal so 300 Skins. Wir gehen mal drauf. 407! Du hast fast so viele Skins wie ich. Alter, wir gehen mal auf die Favoriten. Holy moly. Okay, Leute. Wir wissen alle, OG-Skins sind nicht so wichtig für die Bewertung. Er hat einen richtig stacked Account mit krass vielen Sachen, Leute. Das habt ihr auch selber gesehen. Er hat Travis Scott. Er hat hier Iconic. Also er hat sehr, sehr viel seltene Tänze, seltene Skins. Das gibt für mich... Ey, von mir bekommst du eine 9 von 10, Bro. Kuss geht raus an dich. Ich bin gespannt, was meine Community zu dir sagt, zu deinem Account. Lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo für mehr Account. Bewertungen und Vorstellungen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns schon beim nächsten Video. Haut rein, euer Flakes. Ciao.